Ja, hallo zur nächsten Let's Play-Folge von Schwimmbad Tycoon. Und ich sehe gerade, die laufen im Wasser und wissen nicht, wo sie hin sollen. Naja, egal. Dann lassen wir sie mal warten, ob sie es denn irgendwie schaffen noch. Ich weiß es nicht. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja das Umkleidehaus mit den Toiletten vertauscht, glaube ich. Wo ich dann ein Toilettenhaus und so Toilettenwagen gebaut hatte, was ja natürlich super effizient ist. Ja, hier sieht man die ganzen Stände hier. Ich glaube, ich muss den Eingangsbereich nochmal irgendwie ein bisschen hübscher machen, so wie der jetzt aussieht. Das gefällt mir nicht. Vielleicht auch mit den Ständen so. Ich guck mal, was da ist. Ich reiß das alles erstmal nochmal ab. Hallo, ich habe gesagt, die Pommes möchte ich auch abreißen. So, Shops. Eisverkäufer. Den möchte ich mal. Ey, wieso geht denn das? Ach so, weil da der Mülleimer steht. Ey. Manometer. Alter Peter. Attraktion, Eisverkäufer. Wieso geht denn das hier nicht? Das finde ich nicht nett. Aber ich kann es auch so lassen. Kiosk. So rum. Pommes. Machen wir dann auch hier hin. Pizza. Was ist denn das? Ach, das ist das Geld, was nicht reicht. Oh, toll. Klasse. Sehr, sehr super. So, jetzt machen wir das mal wieder so wenig. Und dann... So, müssen wir nur warten, bis die nächsten Gäste kommen und dann machen wir nämlich einen super wunderhübschen Eingangsbereich. Ich brauche aber noch Getränke gleich. Guck mal schnell, wie viel das kostet. Oh, jetzt weit. 260, ja, das geht ja gleich. Dann warten wir mal kurz ab. 240. 243. So, dann bauen wir gleich mal eine Getränkebude. Bam. So sieht das doch schon viel besser aus. Ja, das tut es allerdings. Und dann machen wir das gleich auch mal so. 4,70. Klar. Oh, jetzt sind wir im Minus. Aber das wird sich gleich ändern. Können wir eigentlich die Bäume da vorne hinsetzen? Das wäre cool. Die habe ich gerade abgerissen. Die brauchen 4. Boah, Alter, ganz ehrlich. Das gefällt mir gar nicht. Naja. Lassen wir es laufen und warten auf ein bisschen mehr Geld. Ich bettle gleich. Aber anscheinend gefällt es denen hier gut. Das sagen hier die Zustände. Super. Hier vielleicht die Rutsche, sieht nicht so gut aus. Auch alles super. Aber können die jetzt auch mal hinmachen, dass ich wieder ins Plus komme? Weil das finde ich nicht nett. Nicht nett. Wie viel haben die hier eigentlich Eintritt? 9 Euro. Aha. Das ist
Okay. Na, die freuen sich. Da freue ich mich auch, wenn die sich freuen. Da putzt Frau Frieda, macht schön alles weg. Oh ja, der Einflussbereich ist super. Genau da, wo die Geschäfte sind, das passt. Ja. Boah, kommt schon, Leute, ey. Aber so gefällt mir der Eingangsbereich schon viel besser. Wenn hier dann noch zwei Geschäfte kommen, dann machen wir hier noch so einen Platz, wo dann hier die Umkleiden auf der einen Seite sind, dann auf der anderen Seite baue ich dann noch einen Toilettenwagen. Ja, das ist besser dann. Dann sieht das alles auch hübscher aus. Dann mache ich auf den anderen Seiten noch ein paar schicke Bäumchen hin. Jetzt sind wir wieder am Plus. Und dann gefällt mir das alles schon viel besser. Dann bauen wir irgendwie einen kleinen Weg. Dann baue ich vielleicht hier so einen Weg vom Poolbereich hier so ein bisschen vor und baue dann davor gleich eine Dusche. Das klappt? Wie viel kostet denn das? 10. Also brauche ich, warte. 1, 2, 3, 4. Also 40 bräuchte ich. Ja. Ich bräuchte 40 Euro, damit ich das hinkriegen würde. Oh, da haben wir da jetzt schon. Aber ich glaube, eine Dusche kostet 100. Fällt mir gerade so auf. Hallo. Macht mal ein bisschen Hinne hier mit dem. Du weißt schon. Wir können ja auch in der Zwischenzeit nichts machen, wenn wir kein Geld haben. Ist auch sehr schlecht. Boah, krass. Da kam gerade so eine richtige Welle. Und dann... Achso, ich will doch Poolbereich bauen, ey. Ach, das geht nicht. Boah, ey. Also mal abreißen. So. Und bauen erstmal.